Ja, herzliches Grüß Gott, danke für die Einladung und freundliche Begrüßung. Ich bin sehr gerne gekommen in diesem Rahmen, was wirklich zählt, weil da gehört das hin, weil das jeder von uns weiß. Wenn das Herz des Menschen nicht dabei ist, dann wird alles herzlos, lieblos, freudlos, würde sagen auch gottlos. Das heißt, Herz ist so entscheidend und Herzmenschen sind wirkliche Gamechanger, ist es nicht so? Wenn man irgendwo mit Menschen zu tun hat, wo ein Plus zur Geltung kommt, ein Plus von Engagement, ein Plus von Aufmerksamkeit, ein Plus von Geist, dann sagt man, wow, das ist einfach eine andere Melodie dann. Das gilt vom Handwerker, oder? Bis hin zur Ärztin, bis zum Priester und so weiter. In allen Berufssparten, wo Menschen werken, tätig sind, leben, Herz macht den Unterschied. Und in der Einleitung wurde schon gesagt, eben, dass es um eine anthropologische Qualität geht und natürlich auch eine theologische Bedeutung. Dein Herz ist gefragt. Vielleicht so, beginne ich so. Heute, 8. Mai, ich durfte heute im Parlament dabei sein bei der Feier. Ende des Zweiten Weltkrieges, Befreiung vom Nationalsozialismus. Und da war immer wieder auch die Rede davon, dass wir aus dem heraus nicht nur gedenken, sondern lernen müssen, nachdenken müssen, heute in ein Tun kommen, zu entdecken, die Bedeutung von Demokratie, Demokratie zu verteidigen, die Schönheit von Demokratie zu entdecken, hochzuhalten, weil sie eine Form des Zusammenlebens ist und organisiert, wo Freiheit möglich ist, wo Vielfalt möglich ist. Und fahrlässig mit ihr umzugehen oder sie anzugreifen, in Frage zu stellen, das ist einfach eine sehr gefährliche Tendenz, der wir uns dagegen halten, stellen müssen. Aber wie? Nur mit intellektueller Aufklärung wird es nicht gehen. Es braucht auch eine emotionale Bildung, eine Herzensbildung. Das ist mir ein Begriff. Falls ich den im Laufe meiner paar Ausführungen vergesse, dann bitte in der Diskussion, dass wir das nochmal aufgreifen. Ich erinnere mich an mein Kaplansein in der Südsteiermark, das war in Wagner bei Leibnitz. Und da gab es so eine Gruppe, so eine Neonazi-Jugendgruppe, erschreckend, aber das gab es tatsächlich so. Ihr Sport war das Türken niederbombern. Furchtbar, ne? Also so eine Aggression und das in diesem Siedlungsgebiet dort. Ich habe dann versucht, als junger Priester irgendwie mich doch ihnen anzunähern, weil sie waren ständig auch rund um das Kirchengebäude und unseren Pfarrhof herum unterwegs. Und ein bisschen etwas ist gelungen, sie menschlicher oder einen anderen Blick zu geben, sie rauszuholen aus dieser Blase der Aggression. Aber nicht einfach. Und einmal zeigt mir der eine, der ging noch in die, ich glaube, vierte Hauptschule hieß es damals, also Mittelschule, und zeigt mir sein Geschichtebuch. Und da steht eben Zweiter Weltkrieg und die Auswirkungen des Nationalsozialismus, so und so viele Tote insgesamt, 6 Millionen ermordete Juden. Und dann schreibt diese, muss ich sagen, Idioten drüber, cool. Also seid ihr wahnsinnig, gell? Wissen, was es bedeutet, gell, dass Menschen wegen ihrer Volks- und Religionszugehörigkeit, wegen ihrer Rasse eben degradiert werden, ne, geschändet werden, entwürdigt werden, getötet werden und so weiter. Also die reine Information, die war in dem Buch, wahrscheinlich in der Schule auch vorgetragen, aber das ist emotional im Herzen dieser jungen Leute, die ganz anders programmiert waren durch diesen Wahnsinn, nicht angekommen. Das ist für mich ein so starkes Beispiel. Es braucht natürlich intellektuelle Aufklärung. Das sind im Jubiläumsjahr von Kant. Ja? Das ist ganz wichtig. Aber es braucht dazu ebenso auch, wenn wir es in der Computersprache sagen würden, die Formatierung des Herzens. Dass wir mit diesen Informationen, die ja da sind, erstens, dass wir sie aufnehmen können, verarbeiten können, einordnen können und dass sie uns zu einem Plus an Menschlichkeit verhelfen. Deswegen ist das Thema Herz und Herzspiritualität alles andere als nur eine, sagen wir mal, so ein
Dekor-Thema, ne? Wo man die eigentlichen Hard Facts verhandeln, aber anders. Und da ist es so ein bisschen, ich sage mal, spirituelle Wellness, über die wir reden, sicher nicht. Herz, und du hast es schon angedeutet, meint die Mitte des Menschen. Das ist ein Urwort der Menschheitsgeschichte in allen Kulturen. Weil das Herz ist im Sitz der Weisheit, Sitz des Wollens, der Intention des Menschen, des Gewissens, Sitz der Verantwortung. Und es ist ein zutiefst theologischer Begriff in der jüdisch-christlichen Tradition. Nicht nur, aber explizit, ja. Auch in der Seelenwaage Ägyptens und den anderen kommt natürlich das Herz vor, ob es zu leicht befunden wird oder Gewicht hat. Es halt nicht belastet ist, sondern ob es Daten gegeben hat, die substanziell sind, die sich positiv auswirken für das Nächste. Herz, also ein Urwort der Menschheitsgeschichte, kommt in der Bibel tausende Mal vor, vor allem in den Psalmen. Es ist eine Qualität, die Gott zugesprochen wird, Gott, der Herz gezeigt hat, dem das Leiden seines Volkes nicht egal war und der sich herzhaft, leidenschaftlich engagiert hat für dieses Volk. Und so weiter. Bis darauf. Eben Spitze, Herz Jesu als Symbol, mehr als Metapher, Symbol, Verdichtung der ganzen Person Jesu und seiner Botschaft. Dazu kommen wir später noch. Was ist das Herz des Menschen? Ganz einfach gesagt, ein unglaublicher Speicher. Oder vielleicht noch vorausgeschickt, eine super Pumpe natürlich. Eine unglaubliche Leistung, ein Leben lang schlägt dieses Herz. Weiß nicht, wer Tirol ein bisschen kennt, vielleicht das Achental, wo man sich erst das vorbeifährt, da ist der Achensee, ein ganz tiefer See, der sich weit hinein erstreckt bis nach Achenkirch. Unglaublich langer See, wunderschöne Gegend, sehr, sehr tief, meistens recht frisch. Und ein Viertel von diesem riesigen See pumpt jeder Mensch, wenn er nur 70 Jahre alt wird, aus so eine Leistung. Täglich pumpt dieses Herz. Ne? Und wann beginnt es zu schlagen? Am 21. Tag nach der Empfängnis. Am 21. Tag, das ist ein riesiges Geheimnis, wie das funktioniert. Das ist ein futzig kleines Schläuchchen, vielleicht ein paar Millimeter groß. Und dieses Schläuchchen setzt plötzlich mit so elektromagnetischen Impulsen an, sodass es eine Kontraktion und wieder ein Entspannen gibt. Und durch diesen elektromagnetischen Impuls beginnt sozusagen eine pulsierende Bewegung von der Flüssigkeit, die da durchdringt, also enger, weiter. Also 21. Tag beginnt das Herz des Menschen zu schlagen. Das ist Wahnsinn, oder? Und es schlägt meist ohne große Unterbrechung, seit dem Herzstillstand, wo dann so hoffentlich ein Defi da ist oder jemand, der wiederbelebt. Also, neben diesem Phänomen oder phänomenalen Organ, aber ich bin kein Kardiologe, auch nicht in dem Buch, obwohl ich mal ein bisschen Wissen zusammengelesen habe. Und immer froh war, wenn Herzspezialisten das durchgeschaut haben und gelesen haben. So, na, allzu viele Fehler sind nicht drin. Aber ich habe das eh klargestellt, diesen Anspruch habe ich nicht. Aber es gibt so viele Metaphern, die man ansetzen kann beim rein Betrachten auch des Organs. Eines erlaube ich mir noch, zum Beispiel der größere Herzkreislauf, die größere Kammer, die kleinere Kammer. Die größere ist natürlich für den Blutkreislauf hinaus in den Körper. Das andere ist der Kreislauf hin zur Lunge und wieder retour. Im embryonalen Zustand, also bis kurz vor der Geburt, ist das umgekehrt. Da ist natürlich der interne Kreislauf vom Herzmuskel zur Lunge der größere. Dann dreht sich das und das, was nach außen geht und den ganzen Körper versorgt, wird dann nicht größer. Diese zwei Systeme sind beim Kind, also beim Embryo, nebeneinander. Kurz vor der Geburt
beginnen diese zwei Teile sich ineinander zu verschlingen. Und dann schaut das Herz so aus. Ist das nicht schön? Okay, man wundert sich immer, diese Gefäße, wenn man das als Bild sieht, warum die so ausschauen. Ne? Vorher so und dann, kurz bevor der Mensch eben raustritt, nach Luft schnappt und schreit, ersten Kommentare abgibt, verschränkt sie sich. Und das ist ein schönes Bild, kann man sagen, dieser interne Kreislauf, den wir haben, um das mit der sauerstoffarmen Blut wieder anzureichern mit Sauerstoff, beziehungsweise auch natürlich in die Reinigungsorgane Nieren zu schicken, ist das eine. Diese internen Kreisläufe sind mit den externen, die also Power geben, damit wir leben können, agieren können, miteinander verschränkt. Kann man sagen, das ist auch sehr schön. Wir brauchen als Menschen ein Bewusstsein unserer selbst, auch dessen, was uns gut tut, was es an Reinigung bedarf, an Ruhe bedarf. Also dieses Interne, was so wichtig ist, gerade in nervöser Zeit, dass der Mensch bei sich ist, in eine Ruhe kommt. Was passiert nicht alles an Unfug, an Aggression, weil der Mensch nicht innerlich in einem guten Austausch ist, in einer Resonanz ist mit sich selbst. Und das Äußere ebenso wichtig. Und deswegen bin ich jetzt so erpicht drauf, das hereinzunehmen, dieses Impuls geben nach außen, Weltoffenheit, sich zuwenden dem Nächsten. Das ist mindestens so wichtig, wenn wir über Herz sprechen. Weil sonst wird es so eine Romantisiererei oder so eine ausgefranste esoterische Spiritualität. Hauptsache, du hast irgendwie deinen Seelenfrieden. Und sagen, nein, danke. Das ist zu wenig. Das hat Jesus nie verkündet. Sondern beides. Und beides muss man sagen, also diese beiden Kreisläufe, 100%, also 100% zu sich kommen, einkehren, im Innersten auch Gott finden, der uns bewohnt. Das ist ja in der Herz-Jesu-Frömmigkeit ganz wichtig, dieses in die Kammer gehen. Sagt Jesus auch, wenn du betest, geh in deine Kammer. Geh in dein innerstes Zimmer, wenn man so will. Ja? Halt das aus, halt dich aus, hab Mut. 100% und 100% auch Zuwendung, hinausgehen, ja, sich herausfordern lassen, ergreifen lassen, so Herzqualität. Ein Mensch, der begeisterungsfähig ist, jemand, der müde geworden ist, beziehungsweise sich selbst nicht wahrnimmt, ist auch nicht ansprechbar. Er ist im Modus der Aggression und da nehme ich ein Zitat von Hartmut Rosa. Das ist bekannt, der Leipziger Soziologe, und der hat dieses Büchlein geschrieben, Demokratie braucht Religion. Das ist wie eine Zusammenfassung seiner ganzen Arbeiten. Es ist ein super Vortrag gewesen, ich glaube, bei einem evangelischen Kirchentag in Deutschland. Und da sagt er im ersten, wir müssen vom Modus der Aggression gegenüber uns selbst, gegenüber unserer Umwelt, gegenüber der Natur, gegenüber den Nächsten, vom Modus der Aggression in einen Modus der Ansprechbarkeit kommen. Und dieser Begriff ist so wichtig, den Modus der Ansprechbarkeit kommen. Also Herzqualität heißt nach außen hin auch ansprechbar sein, begeisterungsfähig sein. Es gibt das sehr schöne Gleichnis von Jesus, wo er sagt, wo soll ich mit euch anfangen? Es werden Trauerlieder gesungen und ihr weint nicht. Ja, was ist denn da los? Es werden Freudentänze aufgeführt und ihr fangt es nicht zum Tanzen an. Was ist denn los? Da ist euer Herz so verhärtet. Oder wieder Bernard von Clairvaux schreibt an seinen ehemaligen Schüler, der dann Papst wurde, Eugen der Dritte, glaube ich, ist es, du musst dich dir selbst auch gönnen. Sonst, du musst dich auch dir selbst gönnen. Pass auf, du bist so ein Hyperaktiver, schreibt er ihm. Gell? Pass auf. Vor lauter Aktivität kann dein Herz hart werden. Und wenn du jetzt nicht erschrickst, dass ich dir das schreibe, dann ist es schon ziemlich spät. Also raffiniert, gell? Also wenn du das jetzt auch nicht ein bisschen anstachelst, dann bitte rausschreiben, gell? Schau, gönne dich dir selbst. Sehr wichtig.
Also ich würde also theologisch gesagt auch so sagen, nur als bisschen beiseite Schiene, weil man wieder sagt, Gott wohnt im Menschen, im Herzen des Menschen, ja, zu 100%. Aber er ist zu 100% auch außerhalb von uns. Uns überlegen, uns ein Vis-à-vis, das uns herausfordert. Das, glaube ich, die sind ja theologisch interessiert und hier wahrscheinlich öfter, dass man das so parat hält. Gott, der demütig ist, im Herzen des Menschen Wohnung zu nehmen. Wahnsinn. Der Kosmen geschaffen hat, der als diese unendliche Macht hinter allem steht. Beheimatet sich im Herzen des Menschen. Und zugleich ist er für uns nicht fassbar, nicht greifbar. Uns total alle ganz überlegen, ganz anders. Beides 100%. Schaut mal das, immer diese Spannung. Ich glaube, das ist total wichtig, wie ich vorhin auch sagte, 100% bei sich sein, 100% im externen Kreislauf. Nicht 50-50 oder 70-30, sondern das Schöne ist eigentlich bei einem Menschen, wenn diese Spannung da ist, 100-100. Und alles zu seiner Zeit. Das Herz des Menschen also ist nicht nur diese fantastische Pumpe, wo schon so viel angelegt ist, was man vertiefen kann, sondern Speicher, wo alles eingetragen wird, jeder Eindruck, jede Wahrnehmung, Taten, Informationen und so weiter, was nicht alles im Herzen des Menschen gespeichert ist. Und ich finde, der Begriff Herz ist so noch einmal für mich interessanter geworden, als jetzt nur von der Seele zu sprechen. Seele, also das Ansehen Gottes, sein mit uns in Verbindung stehen. Das ist diese eine Dimension oder Geist, Psyche, Emotion. Da mittendrin, finde ich, ist der Begriff des Herzens. Das sehen nicht alle so, aber ich habe das in diesem Buch im Märtyrer Verlag jetzt stark gemacht. Das Herz des Menschen meint Geist, Seele, Leib und ist eigentlich dieses schöne Zusammenbindende. Nicht umsonst mit der biblischen Spiritualität so wichtig. Ja. Also Speicher. Total überfordert. Das viele, was auf uns hereinprasselt, wer kann denn das verarbeiten? Aber das Herz ist wie ein Schwamm, saugt auf. Alles Mögliche. Man wundert sich oft, was aus dem Herzen des Menschen auch herauskommt. Wie komme ich dazu? Aber irgendwo hat man das aufgeschnappt und es. Bei uns zu Hause gab es eine Müllhalde an der Grenze unseres Grundstückes, Bauernhof, der Steiermark. Und in den 70er Jahren hat man jeden Dreck dort abgeladen. Batterien und Waschmaschinen und ersten Küchengeräte, alles Mögliche. Plastikmüll. Ja. Und wir haben uns gewundert als Kinder, warum die Bäume so rundherum so schön braun werden. Gell? Bis dann endlich, es war aber bis in die 80er gedauert, Anfang der 80er, dass man sagt, Schluss mit dem Wahnsinn. Weil die Autos, die vorbeifuhren, haben dort natürlich auch gratis abgeladen. Das war halt Unachtsamkeit pur. Ja. Und bis heute ist rundherum der Wald beeinträchtigt. Das sind die Menschen 2, 3 Jahre her. Ne? Ja, bis heute. Also so, und da kann man sagen, wenn ein Mensch alles aufsaugt, auch Giftmüll, ist ja klar, das ruiniert. Deswegen Herzensreinigung, Hygiene für den Menschen, das ist so wichtig. Versöhnung und all diese. Also der Speicher. Überfordert zu klären, aber dort drinnen ist so vieles gespeichert. Was ist das Herz noch? Das Marktplatz. Verhandlungsplatz. Da wird geschrien, feilgeboten, um unsere Aufmerksamkeit geheischt. Ne? Durch Social Media. Alle wollen natürlich die Mitte dieser Person. Die wollen uns nicht nur intellektuell aufklären, die wollen uns richtig backen. Ja. So ist ja alles aufgebaut heutzutage und muss immer präziser werden, immer genauer uns antricken, genau dort, wo wir unsere Sensoren offen haben, uns zu backen. Ja, das Herz des Menschen ist Marktplatz. Ein ganz lauter Marktplatz.
Ein gefährlicher Marktplatz, auch ein schöner. Und uns haben wir so, ja, da geht alles um und die Stimmen. Herz des Menschen ist Zentralbahnhof. Muss sich vorstellen, ein Zentralbahnhof, vielen Züge, die hereinfahren, mit alles Mögliche an Erfahrung, an Erlebnissen, an Wissen, das man aufnimmt, liest, mit allem, was man konfrontiert. Viele Züge, und die sind mit Lasten voll oder sind Personenzüge, also auch Menschen, die man kennenlernt, die einen berührt haben, die ankommen wollen oder tatsächlich ankommen. So, stell dir das vor, diese vielen Züge herein, dann dieser Wirbel in der Ankunftshalle. Alles, was hereinkommt, bringt Freude und Probleme mit. Beides, immer Leid. Man möchte ankommen. Dann gibt es in dieser Bahnhofhalle natürlich Kiosk, es gibt den Warteraum, es gibt viele Emotionen, man freut sich über die Ankunft oder ist gar nicht begeistert. Das ist ein schönes Bild, kann man so durchmeditieren, das Herz des Menschen, Zentralbahnhof. Und es müssen die Züge wieder hinausgehen, du musst ja wieder reagieren. Antworten, leben. Ja? Also ich glaube, ein starkes Bild mit dem, wie schaut es aus? Wie sind wir getaktet? Passt der Takt? Oder haben wir zu viel Frequenz? Jetzt, okay. Fahren die Züge aufeinander los? Kann jemand einsteigen? Wo ist der Schaffner? Und so weiter. Gell? Wer gibt einen Plan vor? Aber das Bild kann man sich auch durchmeditieren, was im Herzen des Menschen alles los ist. Übrigens gibt es ein ganz schönes Wort von Jesus, heißt im Johannesevangelium, er brauchte keine Auskunft. Er wusste, was im Herzen des Menschen ist. Also, jetzt haben wir gehabt Speicher, Marktplatz, Zentralbahnhof, Heiligtum. Das Heiligtum heißt das Wesentliche, was mich berührt, was mir Halt gibt, was ich verehrungswürdig finde, das erobert natürlich das Herz des Menschen. Nicht, wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Ja? Also das ist da drin, das Heiligtum. Und Ignatius sagt es so, wo der Schöpfer mit seinem Geschöpf in einen vertrauten Austausch treten kann. Das ist das Herz. Etwa der Schöpfer mit seinem Geschöpf in einen vertrauten Dialog eintreten kann. Das ist letztlich auch das Gebet. Und da geht es auch um dieses Innerste, die Kammer, wie Jesus sagt. Wenn du betest, fang nicht an zu plappern draußen am Marktplatz, gell? Oder stell dich nicht irgendwo hin, geht nicht ums Aufsagen, sondern um das Hören. Das Hörende im Herz. Ich habe eine Gebetssammlung herausgegeben im Herbst, die heißt Hör Gott. Vielleicht haben Sie davon gehört, sind 250 Gebete. Das ist mir irgendwie so eingefallen, Herrgott ist der Hörgott. Gott, der hört. Also seinen Herzensraum für alle Stimmen aufmacht, nicht? Für die Lauten, die Leisen, Verzweifelten, die Fröhlichen. Der Herrgott ist der Hörgott. Also das Heiligtum. Herz steht für die Mitte des Menschen, für alles, was ihn beschäftigt, was ihn umtreibt, auch fertig macht. Insofern, jetzt glaube ich, versteht man das Herz Spiritualität. Und das war der Auftrag vom Herder Verlag eben, von der Herz-Jesus-Spiritualität in Tirol auszugehen, aber das zu weiten auf Herz-Spiritualität. Und das mache ich sehr gern. Okay, weil mir das ein Anliegen ist, dass unsere Theologie biblisch fundiert zugänglich wird für Menschen, die ja sonst wenig Zugang finden. Oder wo man sagt, ja, diese Herz-Jesus-Spende, das ist ja eine Frömmigkeit, mit der man schon schwer was anfangen kann. Und da gibt es natürlich auch eine folkloristische Kruste, eine, sagen wir, ein bisschen auch nicht nationalistische, aber doch irgendwie so wie Tiroler, ne? Oder wo auch immer Herz-Jesus. Übrigens in Indien noch intensiver die Herz-Jesus-Verehrung. Bin jetzt draufgekommen, in jedem Zimmer, privat und in öffentlichen Räumen, überall das Herz Jesu. Also ist weltweit natürlich klar. Klammer auf, Entschuldigung, beim Mitschreiben ist eine Katastrophe, was ich immer dann. Warum kam Tirol überhaupt zu diesem Adel, das Herz Jesu Land zu sein? Durch die Jesuiten.
Ja. Und ich muss sagen, ich habe auch Karl Rahner viel verdankt beim Schreiben dieses und Lothar Lies. Lothar Lies, auch ein Jesuit, ein Dogmatiker, der auch zum Thema Herz Jesu ordentlich geforscht und geschrieben hat. Aber wie kam es dazu? Eigentlich muss man sagen, durch den Petrus Canisius. Der wollte nämlich Kartäuser werden im 16. Jahrhundert, hat aber dann 1543 oder 41 den Petrus Faber kennengelernt in Mainz und bei ihm Exerzitien gemacht. Die Kartäuser haben ihn fasziniert, weil die haben mittelalterliche Tradition die Herz-Jesu-Frömmigkeit, also die Herz-zu-Herz-Spiritualität gepflegt. Es war damals sehr modern, Devotio moderna. Das heißt, das Individuum öffnet sich Gott persönlich. Es geht um diesen Dialog, nicht nur um Ritual, nicht nur um Kult. Also Devotio moderna war ein super zeitgenössischer Ansatz. Du kannst mit deinem Gott von Herz zu Herz verkehren. Ganz stark. Und er ist aber, also Petrus Canisius ist aber dann durch die Exerzitien bei Peter Faber zu den Jesuiten gegangen und hat das aber mitgebracht. Und damit sicher diese ersten Gefährten des Ignatius mit beeinflusst. Und das habe ich mit aufgenommen. Parallel dazu ganz zeitgleich die Ursulinen, der Herz-Jesu-Frömmigkeit und so weiter. Also das ist ein breiter Strang. Und in Tirol 1562 das Kolleg gegründet, aus dem später dann heraus auch die Universität entstanden ist. Und da haben sie diese Frömmigkeit natürlich auch gehabt, Jesuiten. Der eigentliche Durchbruch kam dann 1718 bis 84, dieser Zeit. Und da haben sie systematisch in Tirol Mission gemacht. 400 Pfarrmissionen in dieser Zeit. Also einige Pfarrer mehrmals. Tirol heißt natürlich Diözese Brixen mit Gebietsüberschneidung mit Augsburg und was halt alles angegrenzt ist. 400 Pfarrmissionen in der Zeit, wo das von der Temperatur her möglich war, im Sommer. Im Winter waren sie in einfachen, bei Leuten untergebracht. Sie durften in keinem herrschaftlichen Widum, also keinem auch schön ausgebauten, sondern einfach bei Leuten untergebracht. Haben sie vorbereitet und dann, wie es früher kam, haben sie wieder losgelegt in den Pfarren. Und diese, was sind das, 60, gut 60 Jahre, waren dann so prägend, dass man dann gesagt hat, jetzt ist das Tirol das Heilige Land. Das Heilige Land. Und jetzt ist es eher ein bisschen spöttisch gebraucht, wenn man davon redet. Vieles ist natürlich wieder weggerutscht. So weiter. Das war aber die Basis. Die Jesuiten haben gesagt, mit der Herz-Jesu-Frömmigkeit kann man den Menschen vermitteln, dass kann man die Verhärtungen der Herzen überwinden. Man trifft sogar die Männer. Jetzt sagen wir, oh, das ist so doch ein bisschen eine weichere, zärtliche Spiritualität. Nein, man trifft sogar die Männer, weil die haben ja auch Gefühl, oder? Die zeigen sie nicht immer so gern, aber man muss sie packen auch im Herzen. Und 1796, Sie wissen, napoleonischen Heere im Süden, Bayern im Norden, in dieser prekären Situation hat man dann den Eid geleistet, dass man das Herz-Jesu-Fest jährlich feierlich begeht und immer wieder dieses Gelöbnis erneuert. Das war 1796 und hat eine Begeisterung ausgelöst, weil man dann eben auch die napoleonischen Heere zurückschlagen konnte. So ist das eingeschrieben worden und mit Gelöbnis und so weiter gehört es halt richtig zu Tirol. Aber es braucht diese Weitung, deswegen Herzspiritualität im Weiten, zu sagen, wie kann man das zeitgenössisch vermitteln? Solidarische Herzensbrücken heute. Herz überhaupt in dieser persönlichen Wahrnehmung des Lebens. Ich habe vorhin gesagt, Menschen mit Herz, ein Plus an Herzlichkeit, all das ist notwendig. Und eben Herz heißt, sich mit jemandem verbinden können. Vielleicht überhaupt auf den Punkt gebracht, was ist die Herzqualität? Da lehne ich mich an Lothar Lies. Herzqualität heißt, einem konkreten Du, einem konkreten nächsten Menschen und auch einem Wir, also einer Gemeinschaft, in sich
Raum und Stimme geben können. Das ist die Herzqualität. Also nochmal, einem konkreten Du, einem Menschen oder einem Wir in sich Raum und Stimme geben können. Der Herz als dieser aktive Resonanzraum. Das ist nicht schön. Das hat mich total begeistert. Das war irgendwie so dann der rote Faden, den ich versucht habe, dann durchzuhalten. Weil, jetzt denken wir bitte noch einmal aus dem Modus der Aggression, zeitdiagnostisch von Hartmut Rosa so richtig beschrieben, in den Modus der Ansprechbarkeit kommen, der Resonanz. Und das ist aber etwas Aktives, nicht nur passiv. Weil passiv, Resonanzraum, wäre dieser Raum hier auch, gibt es auch eine Resonanz. Ja? Stimmen, die sich und Wellen, die sich, Schallwellen, die sich brechen, wieder zurückkommen. Ja, ein Gehäuse, wo eben hier diese Frequenzen fließen. Aber aktiv heißt, sich damit auch beeindrucken lassen, zu hören, beeinflussen zu lassen. Es gibt eine sehr schöne Analyse von Otto Schermer, das ist ein Professor an der Cambridge University, wo er sagt, es gibt vier Stufen des Hörens. Ist das bekannt? Vier Stufen des Hörens. Das heißt, das erste Hören ist dieses passive da rein, da raus. Ja? Ja? Man ist irgendwie ganz gegenwärtig da rein, da raus. Nächste Stufe ist Hören, aber sich sofort überlegen, was fehlt und was ist schon der Wahnsinn an diesem Aus, an dieser Aussage, an dieser Info. Man munitioniert schon auf, was man dagegen sagt. Ja? So tut man streiten, gell? Ich muss mir zuhören. Was? Ja, hör mal zu. Habe ich schon, verstehe schon. Ja? Während der andere die andere spricht und mich auch munitionieren. Das dritte wäre das reine Informationshören. Man versucht eben Fakten aufzunehmen. Das ist auch schon einmal großartig, objektiv wirklich zuhören, worum geht's? Schadet gar nicht. Ja, worum geht's? Aufnehmen, so gut es geht. Und dann gibt es das empathische Hören. Sympathisch hören heißt schon dem anderen Raum geben. Dem anderen sagen, wirklich Gehör schenken. Denkt man an Pflegeberufe, Sozialberufe, seelsorgliche Berufe. Und das Schönste, Wichtigste, sagt er aber, das ist dieses, ich glaube, es heißt ko-kreative Hören. So ähnlich, jetzt habe ich den Begriff leider so vergessen. Das heißt, das, was ich höre, kann in mir etwas bewirken. Nicht nur empathisch aufnehmen, sondern es kann in mir etwas bewirken. Das Wort ist Fleisch geworden. Da wächst etwas Neues. Wenn wir heute in einem guten Dialog sind, gehen wir hoffentlich anders von hier weg. Etwas hat uns bewegt. Wir haben es herangelassen. Man fragt sich, was ist da jetzt? Ja, irgendwas ist in Bewegung gekommen. Konnte sozusagen Gestalt annehmen, ist Fleisch geworden. Ist das verständlich? Das ist die Herzqualität, noch einmal das. So, jetzt muss ich aufpassen. Nicht länger als 15 Minuten soll ich reden, gell? Geht schon, ja. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Ja. Oder schon alle eingeschlafen? Dazwischen nur eine kleine Geschichte. Mein Onkel Peter, der ist 2022 verstorben, der hat uns als Kinder, also ein Waldspaziergang mit ihm war einfach super. Er hat in den 70er Jahren schon von Biodiversität gesprochen. Nicht den Begriff, aber der hat uns erklärt, wie der Wald aufgebaut ist. Und er hat gesagt, schau mal, der Mischwald, so unterschiedliche Bäume. Ist es nicht toll? Schau, wie die ineinander wachsen. Gell? Hat gewettert gegen die Monokulturen, alles mit Fichten auf Forsten. Gell? Und wie das jetzt ausschaut, sehen wir zum Beispiel in Osttirol. 50% alles braun, abgeschlägert, Borkenkäferbefall, Windbruch, eine Katastrophe. Ja? Natürlich auch durch die Klimaveränderung. Es ist viel zu warm.
Das, ich glaube, die Käfer können viermal brüten im Jahr, ist ja unglaublich, ist ja ein Paradies. Gell? Jedenfalls hat er gesagt: Schau, Biodiversität, Vielfalt ist so wichtig. Dann hat er uns den Boden gezeigt: Schau mal, wie das atmet, nicht? Was da alles drinnen ist, kleine Viecher, Würmer, Käfer, alles so wichtig, die Bakterien, alles, was da drinnen diesen Boden aufbereitet. Es war nur ein Erlebnis. Alles hängt mit allem zusammen. Also Humboldtschen. Diktum, weil alles hängt mit allem zusammen. Das hat er uns erklärt. Das war ein Erlebnis. Bei seinem Begräbnis, er ist natürlich den Leuten auf die Nerven gegangen, im Bauernbund, in der Gemeinde. Bei jeder Gemeindeversammlung ist er aufgestanden und hat halt gegen das und das gewettert. Aber er war ein herzhafter grüner Bauer. Onkel Peter, mit 95 dann verstorben. Und bis zum Schluss hat er immer mitgedacht. Und wenn er mich getroffen beim Familienfeiern und so, sagt: Hermann, schau, da habe ich für die was oder mal eine Geldspende geben, weil du setzt dich für die Flüchtlinge ein. Gell? Das tut sonst niemand oder nicht so deutlich in seiner Position. Hat er da mitgedacht. Gell? Alles hängt mit allem zusammen. Unglaublich. Beim Begräbnis haben die 16 Urenkel keinen Kranz gekauft oder keinen Tulpengesteck, sondern aus Wald, Blumen, Kräutern und so weiter zwei große Herzen geformt. Das ist nicht toll, das lag und sonst kein Zeug. Gell? Und es waren diese jungen Leute, die Urenkel, waren auf dem Herz richtig stolz auf den Urenkel Peter. Das haben wir gedacht: Schau, wenn ein Mensch etwas erkennt, sein Herz richtig organisiert, Intention aufbaut, beim Herzen ist das Wollen übrigens, ja. Und da fallen die Grundentscheidungen. Dranbleiben, gell? Das trägt schon Frucht. Alles hängt mit allem zusammen. Ist auch so ein Leitsatz, wir sagen, wie der Blutkreislauf des Körpers, dann eine Metapher ist das alles zusammen. Der gesellschaftliche Blutkreislauf. Gell? Wohin läuft das frische Blut? Wohin investieren wir? Wer ist uns wichtig? Oder welche Teile dieses großen Organismus werden nicht versorgt? Wer wird abgehängt? Wo sind Glieder an diesem Leib ja, schon müde? Wer nicht mit frischem Blut erfüllt? Und so weiter und so fort. Also, Sie merken, wir können das durch global. Der Organismus Menschheit. Und welche großen Wundstellen, Ungleichheiten gibt es denn da? Herz ist also der entscheidende Ethikmuskel, wenn man so will. Das heißt, der Aufmerksamkeit, Sensibilität, Achtsamkeit, das muss auch trainiert werden. Eine Spannkraft des Herzens. Wenn man trainiert ist, dann hat man nicht so schnell einen Bandscheibenvorfall, nicht so schnell eine Verletzung. Ja? Man ist belastbarer, resilienter, beweglicher. Alle Muskeln brauchen eben die entsprechenden Übungen. Ja? Sonst, wenn man nur dort hockt, so wie es halt mir geht, für sitzend oder zumindest nicht sportbetreibend, ist eine Katastrophe. Mit der Zeit wirst latschert. Du brauchst wieder den Körper, alle Muskeln. Und so ist es auch der Herzmuskel im wirklichen Sinn, im organischen und im metaphorischen Sinn muss trainiert werden. Es ist der Ethikmuskel, der Muskel der Aufmerksamkeit, der Solidarität. Also Spannkraft des Herzens braucht es. Resilienz sagen wir auch, also das heißt Belastbarkeit und Beweglichkeit, um mit den vielen Spannungen, denen wir in unserer nervösen Gesellschaft konfrontiert sind, gut umgehen zu können. Nochmal das Ich und das Wir. Also, wie vorhin schon versucht zu erklären, durch das Herz des Menschen kann man dieses Ich sagen. Ich meine mich. Ich habe ein gesundes Selbstbewusstsein, bin ein freiheitsliebendes Wesen, dieses Ich. Aber das Ich allein wäre gefährlich. Dann haben wir lauter Ego-Agenturen. Es braucht das Wir. Und das Wir heißt Gemeinwohl, Zusammengehörigkeit, Solidarität und, kann man jetzt verschiedene Begriffe, ja? Soziale Verbundenheit,
Ich und das Wir. Wenn man nur das Ich hochschraubt und sagt, die Selbstbestimmung ist das einzige riesige Fragezeichen. Ja? Wo endet das? Im Anspruch, in den Rechten des Individuums. Ja, dann zerreißt die Gesellschaft. Wenn man nur das Wir hochschraubt und sagt, ja, und das ist die Menge derer, die dazugehören, die dann bestimmen, und das Individuum kommt unter die Räder. So, hallo, es braucht diese Balance, ich und wir. Und das Herz ist eigentlich genau dieses Vermittlungsorgan zwischen dem Ich und dem Wir. Kommunikationsorgan, habe ich schon gesagt, mit dem Hören, sich zuwenden können, Kommunikationsorgan. Entscheidungsorgan, hier fallen die wesentlichen Entscheidungen. Manchmal meint man, der Kopf entscheidet. Stimmt ja nicht. Der Kopf muss die Argumente liefern. Die Entscheidung folgt dem Herzen. Ich will auf den Berg gehen. Meine Frau sagt, na schon wieder. Dann sage ich nein. Und das sage ich also Herz am Kopf, hallo, Argumente liefern bitte. Du, wir brauchen das. Schau, wir haben jetzt schon lange keine Bewegung mehr gemacht. Wir müssen auf den Berg aufgehen. Du, geh mal doch hinauf. Du weißt ja, die Hütten da oben, die hat er offen. Gell? Sonst kriegen wir auch nichts Gescheites zum Essen. Heute ist ja. Na? Jetzt hier, Herz an Hirn, bitte Argumente liefern. Ja? Aber die Entscheidung fällt da nicht im Kopf. Weil das kann man durchspielen und diskutieren jetzt vielleicht auch. Aber ich glaube, da ist was dran. Noch ein Stichwort. Herz ist Synonym für Menschlichkeit, das haben wir auch schon gesagt, für ein Plus an Engagement, Begeisterungsfähigkeit, Herz zeigen. Interessanterweise, also nach Herztransplantationen gibt es schöne Kategorien von Menschen, also die, die einen Herztransplant erfolgreich machen ließen, gibt es eine Beobachtung von Michael Langenbach, der hat dann fünf Gruppen von Menschen eingeteilt. Und ich finde es so erhellend, weil so typisch ist, so können wir auch unsere Gesellschaft insgesamt einteilen. Also nach einer Herztrans gibt es die Hilfsbedürftigen. Die sind sozusagen im Gefühl, ein Leben lang Patienten, Hascherl. Also, denken, ja, ich brauche Hilfe, ich bin so gefährdet. Ja. Dann gibt es die wirklich Hilfsbedürftigen, die aber richtige Performer sind. Gell? Die sagen, jetzt zeige ich es der Welt, gell? Jetzt. Mountainbike her, jetzt reise ich der Welt an Hansen aus. Also es gibt die, die hilfsbedürftig sind, dann die sich zu einem Hyperaktivismus aufschwingen. Dann gibt es die Besonderen, die sagen, wow, ich mit neuem Herzen. Die lassen sich feiern, überall wo sie auftreten. Gell? Special Guest, gell? Immer mit neuem Herzen. Oh, gell? Dann gibt es die Erfolgreichen, also die etwas schaffen, die sagen, okay, zweites Leben geschenkt worden, jetzt kann ich wirklich noch einmal ein Riesenprojekt starten. Ich habe das geschafft. Die haben immer den Eindruck, wir haben gewonnen. Gell? Es ist fast diese Euphorie, die Post-Operation Euphorie. Es ist wow. Ne? Und mit diesem Anschub, gell, sind sie sehr erfolgreich. Und dann gibt es eine Kategorie, jetzt sind wir glaube ich bei fünf oder bei sechs, ist wurscht, ja. Fünf. Die letzte Kategorie, das sind die zutiefst Dankbaren, die möchten, weil sie ein Herz geschenkt bekommen haben, das heißt durch den Tod von jemandem leben dürfen, möchten sie sich mindestens so engagieren und das zurückgeben. Also die wollen Herz zeigen in Dankbarkeit. Ist auch schön, oder? Also die sind für jede soziale Aktivität zu haben, ja, haupt- und ehrenamtlich, seelsorgerisch tätig, etc. Aber schön, ich fand diese Kategorisierung der Herztrans erfolgreichen Patienten so toll, weil das eigentlich unsere Gesellschaft beschreibt. Gell? So, jetzt mache ich einfach Strichpunkt. Ich hoffe, dass ich Sie nicht
zu sehr ermüdet habe. Spiritualität, spirituelle Orientierung in nervöser Zeit. Der Ausdruck ist mir auch so einer gerutscht, weil ich denke, das trifft so vieles. Wir sind in einer Empörungsbereitschaft und einer Gereiztheit und Ungeduld. Genau, sagen wir es, bitte runterkommen. Gönnen wir uns doch das Nachdenken, das Zuhören. Alles andere treibt uns in falsche Entscheidungen. Und das Papst Franziskus auch so stark, er sagt, bitte synodaler Prozess, zuhören, ja. Mithorchen, mitgehen, mitbewegen, sich mit Herz zeigen. Dein Herz ist gefragt.